Jo Leute, da bin ich wieder und das sogar schon beim zweiten Mal, nachdem es beim ersten Mal meine Stimme nicht mit aufgenommen hat. So, als allererstes müssen wir den da labern lassen. Laber, laber, laber. Ja, Hornio wurde gefangen, ganz, ganz toll. Wir erhalten den Lehrkanal und können uns weiter auf die Reise machen. Ich habe ja offscreen gelevelt, habe ich noch gar nicht gezeigt. Son Goku Level 8, den werde ich aber noch bis zum Ende des Parts noch weiter offscreen leveln, genauso wie Shyvana. Und jetzt geht's erstmal durch den Wald hier. Den Vertania-Wald. Und ich mache auch nicht denselben Fehler wie beim ersten Mal. Ja, kaufen. So, sollte eigentlich reichen. Hoffe ich jedenfalls. Und hier oben ist ein Pokéball. Was? Ja, wir werden ziemlich viel jetzt mit den zwei kämpfen dürfen. Ich einfach nur so absolut keinen Bock drauf habe. Das geht mir so auf den Piste scheiß Teil hier. Aber ich bin noch bekomme ich ganze 50 EP. Ich bin am Ende. Also, wir werden in diesem Part noch den Arena-Leiter machen. Nur so nebenbei. So. Da ist noch ein Gegengift. So, es wird mir aber mit dem Level zu blöd. Da habe ich schon eine Idee für. Und ich wollte ja nicht die ganze Zeit speeden. So, ein Volltreffer. Ach, und es vergiftet ausnahmsweise mal nicht. Jo, warum nicht? Ich glaube, ich renne da jetzt. Ich bin ein Vollpfosten. Ich glaube, ich renne da jetzt erstmal mit Shyvana durch. Geht um einige schneller. Und gelevelt habe ich ja schon. Fragt mich nicht, wie ich das meine. Seht ihr dann. So, Hornio. Von Pokémon Trainer Eusebius. Der Typ ist Eusebius. Meine Freundin wird mich dafür umbringen. Sarah. Na, Spaß. Ich weiß nicht, was meine Freundin gegen den Namen Eusebius hat. Ich finde den Namen cool. Oder? Der Name ist doch echt cool. So, wir gehen da unten. Geht schneller. Erzähl mir nicht. So. Da ist noch ein Gegner. Weißt du, was ich Pokémon entwickle? Nein! You don't say! Okay, der war gerade echt schlecht. So. Mein neues Intro jetzt sogar mit Sound habt ihr ja schon gesehen bzw. gehört. Der Witz ist, es kommt ab bei Blattgrün kommt es von Anfang an, aber ansonsten bei keinem anderen Projekt. Der Rest wird alles noch so eine Woche warten dürfen. Ja, ich habe nämlich schon für die Woche aufgenommen. Wir haben heute immer noch Ferien, also Donnerstag. Och komm, erzähl mir nichts, Junge. Homo. Homo, 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 homo. So, und ich werde jetzt mal kurz offscreen leveln und einkaufen gehen. Bis gleich. So, war natürlich nur ein Spaß. Ich habe natürlich ein Safe State gesetzt. Wir haben eine Shyvana Level 14 mit Glutheuler, Metallklaue, Metal.
und Kratzer. Und ein Son Goku mit Kratzer, Silberblick, Fußkick und Karateschlag. Und scheiße, ich habe den da jetzt nicht gemacht. Fuck. Egal. So, wir setzen Metallklaue ein. Das ist sehr effektiv. Joho. Ja, wir haben heute Donnerstag in den Ferien noch. Also der Park, wo der allererste Blattgrün, der Tag, wo der allererste Blattgrün-Part hochgeladen wird. Es wird zwar nicht ganz so ins Lächerliche gezogen wie das eigentliche Projekt Weiße Edition, aber das konnte ich auch dank einem Bug nicht mehr zu Ende zocken. Ja, was heißt Bug? Ich krieg keine EP und ich mag EP. Ich möchte nicht mit einem Pokémon Level 5 die ganze Zeit rumrennen. Ja, ich weiß, Face Orden, juhu. Komm, erzähl mir nichts, du Homo. Wir erhalten eine TM. Und hey, das Ganze jetzt schon nach 6 Minuten. 6,5, okay. Ach ja, ich habe mir noch Offscreen eingekauft. Pokebälle immer noch 10, Trank 6 und Gegengift 11. Und wir bekommen die Turbo-Tröter. Epic, 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 epic. Epic. Ja, komm. Komm, erzähl mir nix. Wir werden jetzt erstmal hier ein bisschen kämpfen. Level 9. Ihr wollt mich ärgern, oder? Naja, egal. Metallklaue. Nochmal Metallklaue. Metallklaue. Und Shyvana erreicht Level 15. Shyvana Level 15 würde ich entweder Q oder E skillen. Jo, komm. Stirb durch meine Glut. Ich hasse Hornlios. Die Teile sind so nervig. So. So. Was will der noch? Ja, so langsam möchte ich wieder wechseln. Komm, Bretroa, erzähl mir nix. Ach, und jetzt ist es natürlich ein Crit. Hey, Shyvana entwickelt sich. Ja, ja, ja. Entwicklung. 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 Juhey! Wir haben jetzt ein Glutexorca, immer noch ein Shyvana. Und ich werde mal kurz offscreen heilen gehen. Bis gleich. So, wieder da. So, lass uns kämpfen. Ja, okay, komm. Gangolf. OP Gangolf Style. Nee, warte. Philipp halt einfach nur Smoke. So. Zafcon. So, und wir haben jetzt sogar einen Shyvana Level 16. 16 immer noch guter E. Je nachdem, was jetzt als zweites hochgepusht hat. So. Was gibt's hier eigentlich für Pokémon? Nidorino. Ah, ein Gegner. Mit einem Hummelnuff. Blut. Metallklaue.
Wollen die mich verarschen? Sicherlich. So, was gibt's hier sonst noch? Habitax, dann danke, ich habe schon Flug-Pokémon. Nidoran weiblich, ich wäre aber Nidoking. Nidoran männlich. Gibt's das hier? Kollege. Scheint nicht so zu sein. Schade, das hätte ich mir sogar noch gefangen. Schauen wir mal hier. Nein, gibt's auch nur langweilige Habitax. So, Poké Center, Epic Poké Center, Poké heilen auf Doomness. Und wir schauen natürlich jetzt auch noch schön gepflegt in unseren nächsten Zielort, nämlich den Mondberg. Was gibt's hier? Zubats, ich hasse Zubats. Obwohl X-Pod echt geil ist. Noch ein Zubat, welche Überraschung. Paraheiler. Noch ein Zubat. Haben die auch was anderes? Komm, stirb an Glut. Wartet kurz, Leute. Ach, egal, ich lass meinen Katz jetzt die Tür aufmachen. So. Stirb, danke. Also wirklich. Garrett. Wenn er... Jetzt mal im Ernst, wenn er sein Kind, bitte Garrett. So, allein schon, weil das Teil nicht von ihm verliebt sein kann und... Wir schauen mal. Really, haben die eigentlich noch irgendwelche anderen Pokémon? Schleiche nicht so rum, ja, Kollege Halsmaul. Karateschlag, Voltoball. Noch ein Karateschlag. Stirb! Meine Kotze. Mirko. Das Mirko LP. Das Mirko. Diese Zubats nerven. So. Ja, ich weiß. So. Und im nächsten... Scheiße, ich habe im nächsten Arena-Kampf mit beiden eine scheiß Chance. Kratzfugel. 2, dann sind wir bei 36. Ist Minimum so knapp schwächer als... 1, 2... Ha! Es ist auf jeden Fall stärker als Kratzer. Boah, und wenn es wenigstens stark... Klein... Nein, ich will einen Onix. Ich will keinen Kleinstein, ich will einen... Obwohl, Onix oder Nidoking? Eher Nidoking. Nein! Die Teile sind so nervtötend. Ja, ich... Gibt es echt noch irgendwas anderes, was nicht sagt? Ich weiß schon, Betor senkt meinen Angriff. Lacker. Findet hier im Raub. So, welches Unlicht-Pokémon könnte ich denn hier ins Team nehmen? Ich hätte eine Idee. Mondstein.
Jetzt könnte ich Nidoking haben. Paras. Nein. 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 Boah, geht mir nicht alle auf den Piss. Ohne Witz. Pipi. Nein. Habe ich noch nie gemacht. Kleinstein. Oh, Geowatz ist recht nett. Nein, Zubat. Ich will immer noch keiner. So. Radfratz Level 13. Na, Lacker. Minus Mensch. Ja, nein, die können eben nicht hier. Die werde ich dir rechtmäßig abnehmen. So, Slimer schon mal besiegt. Smogon. Sehr schön. Und als letztes Voltobach, das ist einfach. Ich sagte, es ist einfach. Danke. Miguel. Miguel. Domfossil, Helixfossil, Helixfossil. Ja, Fresse halten. So, ein Zubat. Welche Überraschung gibt's? Zubat? Ich habe hier noch nie zuvor einen Zubat gesehen. Aber hier ist noch zwei so Vollpfosten. Mega Hieb, die ultimative Attacke. Son Goku ist nämlich sein neues Kamehameha. Naja, 17 Minuten, das reicht auch schon wieder. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Wenn es heißt, yo Leute, was geht, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Blattgrün. Servus, ich verabschiede mich mit einem freundlichen